Hallihallöchen, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Walking Dead, Saints and Sinners. Mein Name ist Wasabi und ich begrüße euch recht herzlich zu einer leicht verkackten Aufnahme. Und zwar hatten wir uns mit May getroffen und mit ihr schon besprochen, was wir als nächstes tun werden. Und zwar hat sie gesagt, dass Georgia irgendein abgefucktes Ding plant. Und dann haben wir gesagt, wir gehen zu Casey, also machen Caseys Aufgabe, die da war, seine Kumpel zu retten. Wir haben uns nach Rampart bewegt und hier sind wir gerade und ich versuche, diesen Scheiß hier hochzuklettern, aber ich bin jetzt schon dreimal runtergefallen und dann habe ich einmal die falsche Taste gedrückt und meine Aufnahme wurde gelöscht. Deswegen entschuldigt bitte, ja, aber wir versuchen jetzt genau da weiterzumachen. Ihr werdet gleich schon sehen, was ich meine. Ich bin bis da oben hingekommen und dann falle ich jedes Mal darunter, weil das Ding einfach nicht so reagiert, wie es soll. Seht ihr das? Ach, ey. Schade, schade, schade. Ich hätte euch das Gespräch mit May natürlich sehr gerne... Ja, jetzt. Seht ihr? Das passiert ständig, wenn ich an dieser Kante hochklettern möchte. Okay, wir sind drin. Hier ist ein Basketballplatz, eine Basketballturnhalle, wie auch immer. In der ich einfach nur durchlaufen werde. Ich mach... Wait a minute. Ja, 100 Pro da im Schrank. In der ich einfach nur erstmal durchlaufen werde, um mir einen Überblick zu verschaffen. Weil wir schon so viel Zeit dort verschwendet haben. An Loot-Sachen gibt's eine Sache hier und das ist eine Medikamentenkiste. Die ist als Bonus hier gerade aktiv. Auf dieser Map. Und danach werden wir suchen. Ich versuche möglichst wenig, weil das Ding ist echt riesig. Ich gehe mal eben hier raus und dann zeige ich euch das gerne mal. Seht ihr das? Guckt euch die Halle an. Da sind wir gerade drin und ihr seht, was für... ja, scheint Doppelstock zu sein und so. Und dann haben wir noch dieses orangenfarbene Gebäude. Und ich glaube, Zeit ist das... Ach du heilige Scheiße. Wovon wir dann aktuell am wenigsten haben werden. Deswegen versuche ich, wie gesagt, schnell hier durchzukommen. Hier liegen schon mal Briefe. Um Caseys Freunde zu finden und die eventuell umzulegen oder je nachdem, wie die drauf sind. Was ist das? Waffeninventar. Okay, okay. Das ist einer von seinen Homies. Der ist tot. Und diese Sachen haben die anscheinend dort. Geil. Casey, with the goddamn wine. I'm about to put my fist through his teeth. We did what we had to do. Live with it. End the story. How the fuck that beanpole made it through basic is beyond me. Soft as a melted fucking marshmallow. Different story with Kenny. I respect the guy, but that doesn't mean he gets a pass. The questioning has to stop. We had to protect what was rightfully ours. This bunker is our home. The supplies are our lifeline. If we did not defend it, we'd have all been dead within 2 weeks. Now we can last months, maybe longer. We can survive this. A brutal decision was made, but we have to fucking stand by it, unified. If Kenny and Casey don't fall in line soon, I'll have no problem marching them out of the bunker door with a gun to the back of their heads. Yo, hat schon recht, nicht wahr? Aber man muss halt auch immer ein bisschen Rücksicht. Okay, hier hinter werden auf jeden Fall welche sein. Aber wo? Ist hier irgendwas Besonderes? Aktuell nicht. Medizin, haben wir ein bisschen was? Ich guck nur so grob, ne? Weil wir, wie gesagt, möglichst schnell hier durch wollen. Weil da ist noch ein komplettes Gebäude und ich weiß noch, dass wir mal... Guck mal, hier ist nichts drin. Dass wir mal sehr viel Zeit in so einer kleinen Pizzelbude verschwendet haben und am Ende dann die Horde kam. Und das möchte ich dieses Mal möglichst vermeiden. Hier ist echt nichts drin, Alter! Aber das Geile ist, ich krieg die Türen anscheinend mit einer Hand auf. Zwei auf einmal. Mhm, mhm. Nur Müll. Sehr gut. Ich hoffe echt, hier sind nicht zu viele. Alter! Pumpgun Time! Nein!
I like that. So, wenn wir so viele haben, dann werden wir auf jeden Fall die Schrotflinte zücken, denn das hat ganz vorzüglich funktioniert. Okay, hier, hier ist Blut auf dem Boden. Eine Blutspur, die hier hinführt. Wasn't about to let those bastards steal all our shit. It's dog eat fucking dog now, and I'm the mama pit bull. Foster and Trin understand what's up when you go through something like that together. Something that ugly but necessary. You develop a bond to the group, no doubt. The other two? Fuck them. They don't get it. Casey acting like he's innocent. Bunch of bullshit. And Kenny with his moral high horse routine, not gonna put up with it much longer. I'm watching. They so much as blow a fucking fart in my direction, I'll put their asses down. Zero hesitation. Only the ruthless will survive this shit. Okay, also es klingt hier alles sehr nach Verrat. Die haben sich gegenseitig echt gut was mitgegeben hier. Kenny und Co. und Casey natürlich auch. Ich höre da hinten schon wieder ein, oder hier? Also wirklich was finden tue ich hier gerade nicht. Ich schau mal, was hier so abgeht. Boah, es ist so stockdunkel. Okay, hier gibt es einen Schlüssel. Was ist hier drin? Okay, hier ist nur ein Ausgang. Ich mach die Tür erstmal wieder zu. Nun, Leute. Hier haben wir bisher noch nichts. Leider Gottes. Es regt mich übrigens gerade innerlich so auf, dass das mit der Aufnahme nicht funktioniert hat. Ich habe versehentlich den Share-Button gedrückt. Weil dieser Scheiß einfach nicht funktioniert hat. Okay, hier geht's nochmal weiter nach draußen. Haben wir hier irgendwas? Guten Tag. Das ist nun mal jetzt aber leider so. Da können wir nichts mehr dran ändern, weil was einmal aufgenommen ist, ist aufgenommen. Ein Baseballschläger mit Nägeln drin. Aber wir haben die Pumpkin und so, deswegen scheiß drauf. Ist echt nichts drin, nichts Vernünftiges. Ich höre schon wieder einen hier draußen. Da hinten. Hier waren wir noch nicht. Nee. Da gehen wir jetzt rein. Anscheinend nur ein Ausgang. Toiletten. Ich erwarte jedes Mal so einen Ficker, der da einfach sitzt und dann so, ey, hier ist besetzt. Siehst du das nicht? Okay, seitlich rennen ist ein bisschen. Was sind das für große Klos, Alter? Da kannst du ja richtige Monster reindrücken, ey. Fuck off. Krass. Und was für Waschbecken. Proportional einfach so. Hier kann Thanos seine Hände waschen. Nun. Wo kommst du denn her, Mensch? Komm. Komm. Unsere Ausdauer ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. War hier nichts mehr Tatsache. Okay. Dann. Freunde. Schlage ich vor, wir gehen weiter. Ach du heilige Scheiße. Oh, Spuren. Spuren, Spuren, Spuren. Versuch mal erstmal ein bisschen. Ach, ey. Ein bisschen stealthy zu bleiben. Wir folgen den Spuren. Zu den kleinen Huren.
Er ist einfach vom Himmel gefallen gerade. Boah, Leute. Wir machen einmal alles weg hier. Was war das denn für ein Schuss? Ich hoffe, dass wir hier auch die Waffen-Medizinlieferung finden können. Weil das sieht so aus wie so ein Versteck, ne? Sind wir mal so ehrlich. Wo sind wir? Okay, wir sind genau im Mittelhof. Im Innenhof, Mittelhof, klar. Einfach der Mittelhof. Toter Dude. Boah, ich weiß nicht, ey. Hier ist so viel Stuff zu entdecken. Und anscheinend wurde ich jetzt gerade auch wieder entdeckt. Ey, so viel fucking Blut. Die haben hier anscheinend jemanden richtig auseinander... Oh, shit. Die sind so fies, die Dinger. Die killt man. Und dann dünsten die nochmal schön aus. Ah! Haha! Haha! Das ist alles? Du hast es in den Mund bekommen, Mensch. Also, Medizinvorräte lohnen sich nicht, Leute. Wir brauchen gerade auch nichts. Ich guck mal, ob ich mir einen reinziehe. Aber das bringt nichts. Okay. Kommen wir dahinter irgendwie? Da, wo der Dude rumläuft. Der Nackelige. Zack. Das Problem ist, die spawnen halt immer wieder nach. Und da ist einer, wo die Gedärme rausziehbar sind. Das hört sich an. Ne, der ist hier unten offen. Den werde ich auch mal schlitzen. Wir hatten uns ja extra ein schönes Messer gebaut. Lass uns mal ein paar Innereien mitnehmen. Drei reichen, würde ich sagen. Okay, also Vorratskiste war Müll. Okay, hier führen auch die Blutflecken hin. Und dann haben wir hier schon mal einen Eingang. Da sitzt einer. Zumindest wirkt es so. Boah, es ist so todesdunkel. Aber todesdunkel. Oh, hübsch. Das wollen wir haben. Ey, wie viele Tote hier sind, alter Vater. So, hier können wir nicht durch. Warum ist der Belo... Ich glaube, das ist einer von seinen Freunden. Ja, dann schlage ich mal... Mm. I see what you did there. Boah, die haben sich hier richtig gefetzt, Leute. Aber richtig. Ein Massaker. Du musst... Guck mich nicht so an. Du musst kurz warten, ja? Loot geht vor. So, hier ist nur Klebstoff. Klebstoff, Klebstoff, Klebstoff. Mal, wer mich anguckt. Wer mich anguckt. Guten Tag, wer bist du denn? Didn't think I'd ever see another human being again. Kenny! Es piept jetzt schon. Is your name Kenneth? Yeah. How do you know my name? Casey asked me to look for you. He's alive. In the bunker. He wanted to know what happened to you and the rest of the squad. Casey's alive, huh? That's good to hear. I didn't give him much chance, honestly. Thought he'd have blown his brains out by now, or shriveled away to nothing. Guess I underestimated him. If you make it back to him, tell him these few things for me. Tell him he's a good guy. The guilt, it's not his. Tell him to let it all go. What happened at the bunker? He needs to wipe his
brain clean. Tell him Kenneth set things right. Killed Trent, Jess, and Foster. Okay? You need to write it down or something? Nö, passt schon. I'll remember everything. Don't worry. But I am curious. What happened at the bunker? Fuck it. I've got nothing to hide. We killed dozens of innocent people. Civilians trying to get into the bunker. When all the shit with the dead walking started to go down, we had orders to keep everyone out of the bunker. I don't know why. It didn't make any sense. But when it got too tense, we freaked. We mowed them down. Vietnam-style shit. Casey just stood there. Like a ghost. That fuck Foster started screaming at him to open fire with the rest of us. Later, I asked Casey if he fired. He said that he pulled the trigger because he was scared that if he didn't, we'd all turn on him, add his body to the pile. He said he aimed his gun up in the rafters of the church. I believed him. He begged me not to tell the others. He didn't trust them. But he trusted me. We were friends. Listen, my brain is... It's getting foggy. I'm seeing shit. I don't know how many words I got left. End me. Please. I've heard enough, Kenneth. I'll tell Casey we spoke. Tell him everything you wanted him to know. That's mighty nice of you, Uncle Tommy. Before you go to the bowling alley, blow my fucking brains out, yeah? That's the only way to remain human all the way to the end, right? Ihr habt unschuldige Zivilisten abgefuckt. Weißt du, was du mich mal kannst? Mein Freund, dich kleinen Ficker, überlasse ich den Zombies. Was hältst du denn davon? Hä? Und Casey, der Wichser, der wird sich auch noch was von mir anhören dürfen. Arschloch. Mach's gut, mein Freund. Kill me. Kill me. Kill me. Ah-ah. You twisted fuck! Du twisteter, getwisteter kleiner Fick. Boah, wie groß ist diese Map, bitte? Ja, hier hat einer umdekoriert. Und ich finde, ja, sieht scheiße aus. Nurse's Office. Boah, hier gibt es nichts, Leute. Nichts. Was ist das? Vierter Schmerz. Ah, ein neues Beil. Das ist doch schön. Ich habe das Gefühl, hier gibt es noch mehr. Leute, wirklich. Ich habe echt das Gefühl, dass uns noch irgendwas Süßes erwarten wird hier. Deswegen versuche ich natürlich, ich meine, klar. Die haben schon gesagt, also unser Öhrchen hat schon gepiepst einmal. Ja. Dennoch werden wir versuchen, uns weiter umzusehen. Wir müssen auf jeden Fall noch hier durch diesen Komplex bewegen. Da waren wir nämlich noch gar nicht. Was geht denn hier ab? Will ich jeden Schrank aufmachen? Ich glaube nicht. Wir gucken nach den offensichtlichen Sachen. Da vorne sitzt er ja, ne? Stimmt. Boah, ey.
Leute, richtig tote Hose. Richtig tote Hose hier. Wir gucken ein bisschen in die Schränke. Boah. Nix. So, was, wir gehen weiter. Also den Bereich haben wir dann soweit. Würde ich jetzt mal behaupten. Da ist die Türklinke. Verband, ein bisschen Thunfisch, ja komm. Packen wir uns ein paar Knabbereien ein für den Weg. Aber, ne? So wirklich geile Sachen gibt's hier echt nicht. Und es nervt. So, wir bewegen uns hier raus. Hier sind wir noch nicht lang gegangen. Du dumme Ratte, ey, diese Roboter, ne? Sind wir in dem Bereich? Oh shit, wir haben noch gar nicht alles. Noch längst nicht. Was ist denn hier drin? Okay. Ah, der Kunstraum. Hübsch. Auch hübsch. Da ist wieder so ein scheiß Roboter. Naja, ein bisschen Muni. Boah, das sieht so unheimlich aus hier. Also, for real. Ja, Leute, die Schränke lohnen sich gar nicht. Was haben wir bis jetzt gefunden in den Schränken? Nix, gar nix. Na, das lohnt sich. Kleiner Dreckiger, ey. Dafür packe ich ihn ein. So. Wie kommt's, dass die Sachen sich so ähneln, wenn da nur so ein Dude sitzt? Verstehe ich nicht. Das ist ja abstrakte Kunst, was die da gemalt haben, ne? Und normalerweise empfindet jeder Kunst ja anders. Das ist im Grunde nicht möglich. Es sei denn, das war die Aufgabenstellung, dass die genau eins zu eins dieselbe Farbpalette benutzt haben und so. Ne, das ist ein bisschen weit hergeholt. Nochmal Metall hier. Fuck. Naja, wir haben die Freunde von ihm auf jeden Fall schon mal gefunden. Und eine neue Waffe. Die wir uns natürlich abcheckern werden. Ach, guck mal, hier liegt noch ein Brecheisen. Dann kommen wir hier auch durch. Hoffe ich. Ich höre dahinter schon wieder irgendwas. Na! Wenn ich es nochmal brauchen sollte, hole ich es mir gleich. Gleich. Ich dachte, da wäre nochmal Munition. No way out. Hier gibt's... Ach komm. Schränke sind eh irrelevant. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Oh. Oh, 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 oh. Ist das eingraviert aus... Aus Belesenheit wird Wissen, aus Wissen wird Macht. Ey, das ist bestimmt dieses Ding in dem Bücherregal. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Da waren wir schon zweimal. Wie gut ist die erhalten? Behalt deine Scheiße. Ist hier vielleicht sonst irgendwas Interessantes? Irgendwas. Gib mir irgendwas. Anscheinend leider nicht. Nun! What? Abgeschlossen tatsächlich? Seit wann? Okay, Leute, wir haben nur noch einmal die Möglichkeit für den Piepton. Ich renne jetzt nochmal durch hier.
Hier waren wir drin. Okay. Echt nichts. Einfach nichts, Leute. Das Spiel gibt nichts. Alles leer. Alles leer. Was ist das bitte? Nee. Okay. Das heißt, wir haben den... den linken Flügel erst fertig. Meine Ausdauer. Und es hat schon zweimal gepiept. Fuck, wir sind richtig gebumst, Leute. Aber richtig. Was ist denn da? Ach so, das reflektiert nur so hässlich. Nun, gut. Haben wir das auch. Wir haben den Schlüssel gefunden. Was auch immer der bringen mag. Wo gehen wir jetzt lang? Das ist die Frage. Wir gehen hier lang. Oder gibt es da noch was? Einmal joggen. Gucken wir mal grob. Eieiei, gibt's noch so viel Scheiß, was man sich angucken muss, Leute. So viel Scheiß, Alter. Das ist doch... Okay, hier ist nichts. Boah. Ich hab so eine ganz böse Vorahnung, wisst ihr das? Eine ganz böse. Dass wir es wirklich zeitlich einfach nicht schaffen werden. Deswegen mache ich jetzt hier den Bereich. Eine Toiletten haben wir nie Glück gehabt bisher. Also wie gesagt, den Bereich hier. Und dann müssen wir halt nochmal wiederkommen. Denke ich. Okay, das haben wir. Ich renne mal einfach durch. Versuch da reinzukommen. Weil das ist, glaube ich, der kürzeste Weg, als statt. Also statt da komplett durchzulaufen. Durch alle Wege nochmal. Den versuche ich nochmal von hier hinten zu rippen. Ups. So. Oh, wieder zwei Etagen. Also Leute, einmal auf Hurtigkeit sein Vater. Toiletten. Oh, Geheimgang. Ist das ein Geheimgang? Ich weiß es nicht. Okay. Hier ist auch nichts, ne? Nein. Im Schutt von Oldtown. Okay! Das ist doch nice. Sowas wollen wir. Ach gut, wir sind schon mal... Schutt von Oldtown. Das sind auch wieder Klos, nur. Ja, scheiß drauf, komm. Boah, die Map ist so fucking groß, ey. Wenn hier so ein Dude ist, dann gibt's ja auch nichts anderes sonst. Ich glaube, wir haben noch nicht mal den Rucksack einmal gefüllt. Wo wir sonst nach 6 Minuten schon aussortieren mussten. Wisst ihr was? Dann nehme ich einfach irgendwas mit. Außer Löffel. Boah, hier ist nichts drin! Gott! Haben wir hier nicht? Was ist das? Okay. Im Schutt von Old Town. Das heißt, Old Town wird auch nochmal ein Anlaufpunkt von uns werden. Haha! Mal was Gutes. Ja, ein bisschen Muni.
Ich guck nochmal, ob auf der linken Seite alle Räume klar waren. Ist das hier? Principal's Office. Boah, ich habe gerade irgendwas im Augenwinkel gesehen, ne? Okay, hier durch. Können wir da durch? Ja, ich habe ja das Beil. Da dürfte alles klar gehen. Geld. Ich bin voll. Ich brauche kein Geld mehr. Will ich da rein? Ich probier's mal, ob ich mit der Schrotflinte hier durchkomme. Ja. Echt jetzt? Okay, die braucht aber echt lange zum Nachladen. Ich hoffe, das lohnt sich. Was ist das? Nichts, einfach nichts. Shit, Leute. Wir sind am Arsch. Ich habe viel zu lang gebraucht. Jetzt geht's los. Okay. Wie gehen wir am besten vor? Das hat sich überhaupt nicht gelohnt, hier durchzugehen. So, passt auf, wir machen's so. Ich schmier mich ein. Sonst überleben wir das nicht. Weiß nicht, muss ich die Lampe ausmachen? Okay. Ich könnte hier rechts rum, durch die Tür. Du siehst mich nicht. Fuck. Waren wir hier drin? Keine Ahnung, ich muss abhauen. Wir waren oben auch noch nicht. Wisst ihr was? Wir versuchen's. Wir gucken uns hier noch ein bisschen um. So fühlt man sich also als Zomboni. Was ist das für ein Zeichen? Muss gucken. Muss Zombie-Sachen machen. Ich muss mich einfach unauffällig verhalten. Stimmt, komme ich hier einfach durch. Nee. Scheiße. Sind auch noch Symbole. Ja, wir versuchen gleich einfach mal die eine Tür da. Oh Mann. Diese Musik ist auch so. Die setzt einen voll unter Druck. Ich will gar nicht wissen, wie wir stinken gerade. Immer als Caseys Mutter, Alter. Ey, wenn wir jetzt nichts mehr finden und ich hier einfach für nichts rumlaufe die ganze Zeit, ne, dann dreh ich durch. Dann dreh ich durch. Also, ernsthaft. Also ich behaupte mal, dass wir hier die Bücherei. Ich will nur gucken, ob es funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Okay. Und die ist an. Alter Ficker, hier sind ja... Hat das nichts gebracht? Nice! Okay, sobald wir einmal schießen oder so. Also ich glaube, hier drin können wir überleben. Das ist durchaus möglich. Aber draußen müssen wir uns einschleimen. Safe. Safe, safe, safe. Ja, ich hab dich gesehen, du kleiner Scheißroboter.
Ich glaube nicht, dass in dem Gebäude mehr Zombies spawnen können. Als die, die sowieso schon drin wären oder sind. Ey, hier gibt es nichts! Ah, bisschen Munition, das war's. Okay. Noch ist alles cool, würde ich jetzt mal behaupten. Okay, wir gehen nochmal zurück, um durch diese eine Tür da zu kommen, die in diese Toilette geführt hat. Ich hoffe, es bringt irgendwas. Boah, aber draußen wird ekelhaft, ne? Das sage ich euch jetzt schon. Es wird richtig ekelhaft. Ich prügel mich jetzt einfach mit dem Beil durch. Ey. So ein schwabbeliger Scheiß. Die Mucke, ey. Pistole will ich auf jeden Fall mitnehmen. Wofür brauchen wir noch Geld? Ich höre Sachen. Alright, hier durch. Was ist denn das? Frage ist, springen wir jetzt hier runter? Sterben wir dann? Es passiert nichts. Aber wie komme ich wieder raus? So. Okay. War auch wieder nichts. Oh mein Gott. Einmal schleimi, schleimi. Ich versuch's mal hier raus. Nope. Ich versuch's nicht da raus. Ich werde jetzt da unten durch die Tür gehen. Okay, sie beachten uns tatsächlich nicht wirklich, wenn wir eingeschmalzt sind. Aber ich sehe, dass die Zeit auch begrenzt ist. Wo müssen wir lang? Hier raus. Und links halten. Alter Vater. Alter Vater. Alter Vater. Nee. Nee, Leute, nee. Das machen wir nicht nochmal. Das machen wir nicht nochmal. Ich muss hier geradeaus durch. Ich gehe mal außen lang, damit die Bitch uns nicht bemerkt. Alter Schwede, sind das viele. Können wir mal was ausprobieren? Machen wir mal so einen Lockpfeil. Naja, okay. Ich glaube, wir haben's. Ja, hier vorne müsste das Bötchen sein. Eieieiei. Nervenkitzel sein Vater. Fuck it. Wir hauen jetzt ab. Wir hauen jetzt ab. Liegt hier noch irgendwo ein Stück Holz oder so? Nein, weil ich habe jetzt einen Platz frei. Leute, let's go home. Das ist mir zu aufregend. Das ist mir zu aufregend. Aber ich würde behaupten, wir sind an sich echt gut durchgekommen. Wir haben einen Code gefunden. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Ein paar Kisten. Und wir haben, ja, Kenny auch gefunden. Und was mit ihm jetzt weiter passiert ist, das weiß kein Mensch. Ich glaube, ich habe so eine Ahnung. Spätestens jetzt, wo die Horde draußen ist. Ich habe natürlich alle Türen offen gelassen. Wird der Kollege schön, ja, wie soll ich sagen, als kleiner Amuse-Gueule dienen, als kleine Vorspeise. Und ich werde der Hauptgang sein beim nächsten Mal. Naja, so an sich ist ja alles gut gegangen. Health-technisch sind wir,
ganz gut aufgestellt. Ich muss mir diese nackten Dudes da merken, dass ich mir immer wieder ein bisschen Glibbergederme mit einheimse. Ein bisschen Loot haben wir auch bekommen. Ja, und jetzt sind wir erstmal wieder zurück. Wie gesagt, hier 35 von 36. Ich hätte gerne noch einen Platz verbraucht. Aber man kann ja nicht alles haben. Ja, wir gehen wieder zurück. Schmeißen die Sachen in die... in unsere Recycling-Box. Und dann quatschen wir mal mit dem guten... guten Jungen. Er ist ein guter Junge. Er war an nichts schuld. Ja, ja, klar. Das machen wir wie gehabt, ne? Die Revolver, die kann man sowieso immer vergessen. So. Das hier rein. Ich mach das so ein bisschen... was so untereinander. So, 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 so. Das kommt dahin. Und meine Knarre dahin. Ich hätte jetzt fast in den Rucksack geschossen. nee. Also ich muss sagen, die Pumpgun ist scheiße zu laden. Macht aber an sich schon echt ein bisschen... Wisst ihr was? Wir brauchen höchstens zwei. Gucken, dass wir immer hier... Gumbo ziehen wir uns beim nächsten Mal einfach rein, wenn wir so eine Mission haben. Dass wir immer zwei, drei Glibberkulellas am Start haben. Das muss auch wieder nach vorne. Genau. So, wir machen weiter. So ein billiger, ne? Brauchen wir nicht. Aber ich würde jetzt mal behaupten, ganz kackendreist, loot-technisch war das soweit sogar ganz in Ordnung. Wir haben drei, vier Boxen gefunden. Dieser Schlüssel. Das wird dieses Bücherregal sein. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo es war, in welchem Bereich. So, meine Waffen. Halb. Leer. Die ist... ach, die ist gut. 80 Schuss haben wir noch. Schrotflinte. 4 Schuss drin. 126 am Start. Der Bogen ist noch gar nicht benutzt. Gucken wir hier. 30, 25, 8. Das reicht auch erstmal. Heißt also... ah gut, wir haben noch das Messer im Notfall, ne? Ja. Wir müssen, glaube ich, nichts produzieren. Was wir uns aber angucken könnten... wäre das neue Beil. Ist das hier? Tatsache. Enthauptung. Die einzig sichere Lösung. Okay, das sieht schon... das ist ein altes Straßenschild. Sieht schon ganz cool aus, ne? Ich schau mal. 4, 2 und 8. Das verschiedene Sachen, scharfe Gegenstände, Stiele. 6, 3 und 12. Ich hoffe, das Ding hält mehr aus als das Beil. Aber ich bin dem Beil natürlich sehr angetan. Wir machen es so. Wir machen... ach, das hatten wir sogar schon mal gesehen. Wir machen es so. Ich hänge das Beil hier auf. Und packe mir das an den Holster. Und hoffentlich... ja. Ist Casey am Start? Er ist am Start. You there, Casey? I'm back. Hey, tourist. Did you discover anything? Yo. All your squad mates are dead. Kenneth killed them. Holy shit. How do you know? Ich hab ihn getroffen. I stumbled onto Kenneth. He told me what he did and why he did it. Kenneth is alive? Where is he? Can I talk to him? Leider nein. He was. But he wasn't gonna make it. I left him to die. You left him to die? Yup. That's messed up, tourist. There was nothing you could do? Er wollte sterben. Kenneth wanted to die. Quickly. Trying to save him would have been cruel. Shit. Rest in peace.
peace, Kenny. My friend. What did he tell you? He wanted me to tell you something. You want to know what he said? Yes, of course. What did he say? Kenneth spilled everything about what happened outside the bunker. He said you froze, like a coward. Didn't back up your squad. But I'm not sure he was in his right mind. I want to hear your take on it. Well, if he told you what happened, why do you need to hear it from me? You know what you need to know, right? Du Lauch. And you've told me my friend is dead, so we can move on, yeah? Nein. Gut, Casey, erzähl's mir. Nein, noch nicht. nein, noch nicht. We move on after you tell me your side of the story. All right, hardass. You want to hear what happened? Fine. There was a massacre. 3 dozen people, at least. Civilians. Right at the reserve entrance. Innocent people that we should have been protecting. I should have done something to stop it, but I didn't. I stood there. A coward. And now I don't sleep. I have a nervous twitch in my right hand that gets more pronounced every day, and the guilt is like a 10-ton weight crushing my chest. Are you satisfied now? Yeah, ein bisschen. No, not satisfied. There's more to tell, and you're not telling it. You can't sleep, you're twitching, you're racked with guilt. Why? Okay, quit badgering me, please. I'll talk. Just give me a second to gather my thoughts. It's all fucking foggy. The whole thing escalated really fast. The first bullet was Foster. I wanted to scream no, but it's like I just left my body. Everything after that moment, it's like a nightmare. Jess and Trent started firing. Jess, she was smiling. Kenneth hesitated. He looked right through me, like he expected me to have his back. But I did nothing. So he started firing. After that, all I've been able to retain are weird details. Ugh, the sounds, a hat, a cross. Man, sometimes when I'm here lying, trying to sleep, I can actually feel my fingers shaking on the trigger of my rifle, even though I haven't touched the thing since the day it happened. Ein Hut? You mentioned a hat. What hat? There was this old man, shielding his wife. He had on this bright blue fishing hat, and I watched a flurry of bullets rip it right off in this spray of blood and skull. And this fucking hat, I swear to God, it's the exact same hat my uncle used to wear. And the bullets drove it into the wall, and it hung there for a second, dripping. And then it flopped onto the floor. The image, I can't get it out of my head. I'm worried it'll be there forever. And I keep thinking, was it me? Did I shoot those bullets? Das weißt nur du, mein Freund. Jetzt bumsen wir dich richtig. Best to assume the worst, Casey. That's exactly right, Tourist. And I can't fucking deal with that. Gut. Boah, wir geben ihm richtig, Amener. Alter, aber schön von hinten. It all sticks when the guilt is too much, Casey. When you know that you fucked up beyond repair. You should have stepped in. But for whatever reason, you didn't have the guts. You're right, Tourist. Even if there isn't any actual blood on my hands, the fact remains, I did nothing to stop the slaughter. I froze. I'm a coward. Maybe I deserve to rot down here.
Ja. Boah. Vielleicht. Maybe. Yeah. Yeah, you're a real comfort tourist. But you know what? Maybe I can learn something from you. Freeze my fucking heart into a block of ice. Go through the rest of my miserable life that way, huh? Look, tourist, this little chat, it's worn me the fuck out. And I've got rewiring to do to keep from getting electrocuted next time I use this radio. Not that it really fucking matters. Doubtful I'm getting out of here alive. Without that key that has everyone riled up, this is all a waste of time. I'm gonna go. I'll talk to you later, I guess. Mach's gut. Human beings. Hunted. Their muscle carved off bone. Sliced into meager portions, then served to a starving populace. Bah. A sinister secret. All in service to a quota designed strictly to strike fear into already subservient hearts. All in service to a quota that accomplished nothing beyond the creation of a debilitating disease. Der redet von vom Turm. Die Zecke. So, wir schauen einmal. Wir haben alles. Wir sind gut ausgestattet. Wir haben so einen Heiltrank. Wir haben normale Kräutermedizin und Medizin. So was, dann werden wir eine davon weg. Ich hau mir einen Nutria-Topf rein. Oder gab's was Besseres? Heilkrankheit. Sämtlichen Schaden. Panikraum in Memorial. In der Nähe sollte ein Hinweis sein. Wir gucken mal. Hier steht nichts. Ob wir noch irgendeinen... Der Axeman hat Jazz geliebt. Vielleicht war er Musiklehrer. Wait. Wait, wait, wait. Nein, wo ist es? Codes. Codes. Das ist es. Im Schutt von Old Town finden wir den X-Man, was auch immer. Mafia-Schwein und seine protzigen Löwen. Hat er. Okay, das haben wir nämlich auch im Bezirk. Versandgeschäft im Bezirk. Leute, passt auf. Wir haben aktuell keine Aufgabe, außer dass Casey... Erzählt Casey von dem Schlüssel? Ah, der ist pennen gegangen. Wir haben aktuell ja keine Aufgabe. Deswegen werde ich mich jetzt schlafen legen. Ja. Ich nehme noch was mit für die Nacht. Flapsch, flapsch, flapsch. Ja, das wird gehen. Ich nehme noch was mit. Mein Kissen, ich mache es mir gemütlich. Hier. So. Der Arm. Ach, Leute. So. Ich mache es mir noch gemütlich, wie gesagt. Und ich würde sagen, andersrum. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haltet die Ohren steif und bis denne.